Hallo, ich erkläre ganz kurz in diesem Video. Hier hat sich der Kunde so einen Kohlenmonoxidmelder gekauft und hat mich gefragt, wo man den installiert. Und ich erkläre mal ganz kurz, warum es sinnvoll ist, diesen Kohlenmonoxidmelder sich hier zu installieren. Neuere Thermen, die haben hier, zumindest bei Junkers, haben hier an der Seite so einen Abgassensor. Und zwar hier ist der Brenner, hier wird das Gas verbrannt, dann geht es hier oben durch den Wärmetauscher durch. Und dann natürlich raus zum Schornstein. Und in dem Fall, wenn es zum Beispiel jetzt zurückströmt, so wie im Sommer, hat man ja öfters Abgasrückstau, dann kommt dann die Fehlermeldung A4. Dazu haben wir hier diesen Sensor, der hier in der Strömungssicherung mit installiert ist. Und wenn die Abgase hier halt rausströmen, dann signalisiert, also dann führt dieser Fühler das. Bei einer Temperatur von ca. 120 Grad, der merkt es, hier kommt so heißer Dampf raus und dann geht es halt hier auf Störung nach einer gewissen Anlaufzeit. Und aber wenn jetzt zum Beispiel hier, kommt ja auch vor, dass Kunden sich nicht um die Wartung kümmern, dann ist der Wärmetauscher hier zugesetzt. Das heißt, die Abgase, die hier in dem Brennraum entstehen, die können hier oben gar nicht mehr durch diesen Wärmetauscher durchgehen, sondern die strömen hier an der Seite raus. Dieser Fühler, der fühlt das hier nicht mehr. Aber wenn man sich jetzt hier diesen Kohlenmonoxidmelder hier installiert, laut dieser Bedienungsanleitung soll er ungefähr ab 1,55 m bis ca. 1,85 m Höhe aufgehangen werden und ungefähr eine Entfernung von 1,85 m weg von der Wärmequelle. Und zwar hat es folgenden Grund. Das Abgas, es hat ja ungefähr eine Temperatur, sage ich mal, von 80 bis 160 Grad Celsius. Das Abgas geht dann bis zur Decke nach oben und sinkt dann ganz langsam weiter nach unten. Wenn der also ungefähr an 1,85 Meter Höhe installiert ist, läuft man nicht Gefahr, dass diese Kohlenmonoxid einen praktisch erreicht. Ja, dann signalisiert er das. Wahrscheinlich geht dann hier so ein Piepalarm los. Gehe ich mal von aus, dass er extrem nervig dann anfängt zu piepen. Ja, das war es soweit zu dieser kurzen Erklärung, warum es sinnvoll ist, sich bei älteren Geräten zusätzlich so einen Kohlenmonoxidmelder zu installieren.